Herzlich willkommen zur nächsten Runde World of Warships. Ja, und ihr seht schon, irgendwas stimmt ja nicht, das ist ein ganz anderes Schiff. Ja, das ist die Dresden, ein Tier 2 deutscher Kreuzer. Und ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt mal die Deutschen, weil es gibt in den Ankündigungen etwas zu lesen von World of Warships, was mich echt in Euphorie versetzt hat, denn es kommen die deutschen Schlachtschiffe. Und auf Vorbereitung indessen gehen wir her und spielen mal einen deutschen Kreuzer. So, wir gehen ins Gefecht, weil wir können die XP direkt gebrauchen, um dann die deutschen Schlachtschiffe zu holen, weil auf die habe ich ja mal so richtig Bock, ne? Und ich werde es dann so machen, damit wir möglichst wieder schnell auf die Tierstufe kommen, auf der wir schon waren, werde ich dann eben nur jedes zweite Match oder so aufnehmen oder vielleicht nur zwei Matches von jedem Schlachtschiff und dann direkt weiterspielen bis zu unserem Tier, alleine, ohne euch. Und dann ab unserem Tier, wo wir jetzt sind, quasi ab Tier 5 waren wir, oder fast Tier 5, da werden wir dann ganz normal wieder jede Folge aufnehmen. So, jetzt legen wir hier erstmal los, schauen wir, ob wir mit dem Kreuzer was reißen können. Ich habe vorhin schon mal eine Runde schnell zum Test gemacht. Diesmal sind wir in einem Tier 2 Match, perfekt. Wir sind ja auch Tier 2, gibt nur Kreuzer bisher. Und ja, dann rocken wir die mal weg. So, ich bin gespannt. Wir sind die einzigste Dresden. Ah nein, im Gegnerteam ist noch eine. Gut, aber das sollte machbar sein, oder? Das Krasse ist natürlich an der Dresden, die hat recht viel Kanonen. Ich meine, Kreuzer, klar. Und lädt halt recht schnell nach. Ich bin gespannt, ob wir mit der was reißen können. So, wir gehen mal ins Gefecht und schauen uns unser Schiffchen mal an. Ist ein kleines Plastikbötchen. Voll süß. Wenn man sich die anschaut, die Dresden. Haha, da ist sie. Ja, gut, also ich meine, ein richtiges Schiff sieht natürlich besser aus, aber... Herrgott, das ist halt Tier 2, ne? Darf man nicht vergessen. Und solange wir Schaden machen können, ist alles in Ordnung. Ja. Dann fangen wir mal an. Und wir haben Capture the Point, okay. ABC. Das heißt, wir werden etwas nach vorne rushen und werden vorne uns dann wieder zurückfallen lassen und dann draufbolzen von hinten. Aus dem Grund, es ist ein Anfänger-Game, das darf man jetzt nicht vergessen. Tier 2. Da werden einige das gleiche tun. Und dann können wir nämlich hier richtig Kills abgreifen, eventuell. Eventuell. Ich sage immer eventuell jetzt, weil aus dem Grund. Es kann ganz schnell auch anders ausgehen. Ich habe das ja vorhin gemacht, mal in einem Match. Da habe ich, also ohne euch wohl gemerkt, ich wollte es eigentlich veröffentlichen, aber es war irgendwie total fail, was ich da getrieben habe. Und da kamen dann jede Menge Gegner auf mich zugefahren und weil ich gedacht habe, ja komm, mach mal Dauerfeuer auf die, ne? Ja, haben die mich natürlich alle anvisiert. Die so, jo, da laut nicht hin. So, hier drehe ich jetzt bei. Und grinde ein bisschen hier nach links. Wie die am Schlachtschiff. Die Mikasa. Wow. So, den verpassen wir bei eine, sofern wir treffen. Ah, bisschen zu kurz. So, hier werden wir uns positionieren. Nicht gut gezielt, oder? Nope. Ah, kleiner Treffer immerhin. Da gehen wir mal auf Viertel zur Fahrt, dass wir hier ein bisschen schießen können. Gut, was der da treibt, ist natürlich ein bisschen krass, ne? Einfach mal da hinterher zu fahren. Ist ja auch nicht so, als wenn da gerade voller Kanonenhagel losgeht, aber naja. YOLO, einfach rein da. Denkt er sich auch. Muss man aufpassen, dass von hinten die uns nicht platt machen. Weil wir sind fast das letzte Schiff im Bunde. Das könnte sonst auch böse enden. Kann ich da über den Berg drüber schießen? Müssen wir mal testen. Nee. Bleiben am Berg hängen, okay.
ist halt wieder so eine Karte, ne, wo du dir denkst, scheiße, überall Berge. Aber naja, hat natürlich auch einen taktischen Vorteil. Nur kriegen wir irgendwie gerade niemanden ins Visier, geht gar nicht. Aber ich mache was anderes. Die sind hier alle jetzt am Hochfahren zu A und B. Hat, ja, ist eigentlich okay, aber die Gegner snacken uns ganz gemütlich zähbig und das kann ich wiederum nicht zulassen. Also werden wir als Patriot losziehen, um C zurückzuerobern. Wir gegen 5 oder 6 Schiffe. Schauen wir mal, was wir machen können. Patriot Lyro ist auf dem Weg. Wäre mir natürlich mein Schlachtschiff 1000-mal lieber. Aber wir können es uns jetzt nicht aussuchen. Problem gelöst. Okay, wir müssen hier jetzt einiges aufbieten. Bisschen hin und her navigieren, damit wir nicht von 2 Schiffen gleichzeitig hier versenkt werden. Mann, ist der schnell, ey. Kann ja nicht wahrstein, ne? Ja, jetzt lenkt dabei. Jetzt hat er gemerkt, dass es weh tut, wenn ich zurückschieße. Der muss erst weg. Wenn der noch am Leben ist, kann ich nicht weiter rüberziehen. Sag mal, ich müsste doch eigentlich schon längst ein paar Mal getroffen haben. Ah, der ist da rüber gefahren, okay. Jetzt sauf halt ab. Na, endlich. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Mann, oh Mann, der hat uns aber auch ganz schön mitgegeben, du. Feueralarm! So, jetzt greif mal hier wieder mit ein. Problem. Weg mit dir. Patriot Lyro is engaging. So. Ja, ich drehe schon wieder leicht durch, ich merke das schon. Aber wir müssen halt einfach agieren, ne? Wir können das nicht zulassen. Komm jetzt hier, schnell einen Treffer auf die Zitadelle, damit er auf absäuft. Hopp, 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 hopp. Das kriegen wir noch hin. Jawohl, der ist tot. Aber nicht durch uns, durch jemand anders versenkt worden. Nein. Wir brennen. Feueralarm. That's not good. That's not good. Das könnte ziemlich böse enden für uns, dass wir jetzt brennen. Vor allem der Kollege, der bräuchte nur noch einen Treffer und wir sind down, ne? Wir sind eigentlich total easy kill gerade. Da kommen die Schüsse. Trifft aber erstmal nicht. Komm's auf ab, Mann. Bremst er natürlich auch noch ab. Gut, wir haben ihn. Und er hat uns. LOL. Saugeil. Okay. Jetzt, das könnte interessant werden. Wir haben unserem Namen alle Ehre gemacht, ne? Wir haben 3 Kills, 56 Treffer. Ja, ist ja nichts. Jetzt ist die Frage, schafft unser Team das noch, das Match zu gewinnen? Da scheint einer von den Gegnern AFK zu sein. Das ist ein gutes Zeichen für uns. So, da hinten das Schlachti ist ziemlich angekratzt, das ist auch gut. Den dritten im Bunde sehen wir leider nicht.
Wir schauen uns das mal kurz hier an. Ah doch, da ist der dritte im Bunde. Bin gespannt, für wen das Match jetzt entschieden wird. Wer wird gewinnen? Wäre echt nice, wenn wir das gewinnen würden, weil es gibt 100 XP. Also 100% XP. Das wäre echt nice. Das sieht aber nicht gut aus, was der da treibt im Augenblick. Nicht spitz auf ihn zufahren. Dreh deinen Scheißbug nach rechts weg, Mann, oder nach links, ist ganz egal. So hast du keine Chance. Jetzt bist du tot. Zack. Ah, ich hab gedacht, das wäre die Todessalbe. Ja, jetzt fahr ihm halt hinterher. Dreh doch deinen Bug zur Seite und gib ihm eine volle Breitseite, Mensch. Du hast doch viel mehr Kanonen mit der Seite. Lol. Dass er das hingekriegt hat, das grenzt an ein Weltwunder. Das grenzt tatsächlich an ein Weltwunder, gell? Nice. Er scheint aber auch kein unerfahrener Spieler zu sein, wenn er wirklich da über die Insel drüber bolzt. Ah ne, das war eher ein kläglicher Versuch, okay. So, wir schauen uns lieber das Match hier an. Zwischen den beiden. Kleine Kamerafahrt. Boah, nice. Ey, das neue Feature hier mit dieser freien Kamerafahrt, das ist echt geil gemacht, das muss ich schon echt sagen. Das gegnerische Schlachtschiff versucht jetzt A zu cappen. Jungchen, ich hoffe, du schießt mit Brandmuni, weil so ein Schlachtschiff kannst du schön abfackeln lassen. Der muss nur zweimal brennen, dann hat er keinen Rep mehr. Und dann brennt er lichterloh. What? Okay, es ist außer Sicht. Wir bleiben an ihm dran. Na gut, der wird absaufen, wenn er AFK ist, das ist klar. Lol. Ah, come on, come on. Nicht in den Nahkampf. Das Schlachtschiff macht dich im Nahkampf platt. Obwohl, es hat weniger Leben. Es könnte gut gehen. Ja, er hat's gerafft. Er hat ihn in Brand gesetzt. Jetzt einfach nur immer wieder in Brand setzen, weil dann brennt er aus. Ja, und jetzt schnell und kurvenreich abhauen. Und dann ist das definitiv ein Win. Ein guter Treffer und das Schlachtschiff ist down. Der andere versteckt sich schön hinter einer Insel, ist natürlich auch ideal, ne? Jetzt kommt er raus. Nahkampfgeschütze müssten losgehen beim Schlachtschiff. Bats, da ist er, der Kill. Sieg für unser Team, nice gemacht von unseren Jungs. Und damit, ja, haben wir richtig XP ergattert, ne? 1344 XP, läuft. Dann schauen wir mal, können wir uns da vielleicht direkt schon Tier 3 holen, das wäre natürlich geil. Forschung. Die Dresden. Also wir kriegen auf jeden Fall den neuen Rumpf und das neue Dings drauf. Also eine höhere Reichweite wahrscheinlich. Bauen wir noch ein. Das bringt, ja, Reichweitenerhöhung. Perfekt. Ja, bauen wir auch ein. So, und dann gehen wir mit einer ausgebauten Dresden das nächste Mal in eine Runde rein und gucken mal, was wir noch erreichen können. Wir brauchen ja nicht allzu viel, ne? Noch 1500 XP, wir sind schon beim Tier 3 dann. Also, wir sehen uns, haut rein, bis zur nächsten Folge in World of Warships und viel Spaß bei diesem Wochenende mit Sommerhitze. Ciao!